Man aber ausstellen kann. Haben sie jetzt aber nachträglich erst gemacht. So, aber ab in die Pistole allzeit mit einem schnellen B-Split. Drei Mann da von Z-Nation. Kriegen aber das Opening an kurz. Boah, gute Gegenfläche noch. Boah, der Ausspieler lebt immer noch. Boah, und der kann da einfach jetzt alle machen. Sehr, sehr schlecht für Alternate, dass der Haus nicht gekippt ist. Felix mit 5 HP hat auch keine Chance mehr. Erste Runde somit für die Russen. Ich frage mich allerdings, wie ist man hier Haus rausgekommen, ohne den zu killen? Gut, man hat sich dann eine Smoke hingelegt selbst. Wahrscheinlich deswegen einfach über Fenster raus. Aber der muss natürlich sterben, sonst hat man da überhaupt keine Chance, irgendwie auch nur ansatzweise die Bombe zu legen. Ah ja, neue Farben hat man dann noch und ach, alles Mögliche. Also ich finde es unnötig, aber jedem das seine. Ich würde dann lieber die Streamer, die ich unterstützen will, abonnieren oder einfach generell natürlich Adblock ausmachen. Aber das gilt ja sowieso für alles. So, der war alternativ eine ganz vernünftige Kur gespielt. Hack wird es aber auch geholt. Zweite Runde für die Russen. Bombe wurde leider nicht gelegt in der ersten. Somit nochmal Eco. Ich bin mir auch relativ sicher, dass Crystal dann direkt auf AWP geht. Und ab da wird es dann natürlich interessant. Aero hat ja schon eine auf CT-Seite. Interessant. 2B, 2 über Döner. Da auch direkt den ersten. Siehst jetzt im Haus. Boah, kriegt direkt Gesicht. Vielleicht noch ein kurz. Boah, eine Bombe können sie echt legen. Boah. Also wieder eine gute Eco für Martinet. Boah, schöner Headshot. Oh nein, spring doch rein. Boah, wenn Felix da direkt reinspringt, dann kann es vielleicht sogar holen. Mit der Waffe. Ja, wobei wird trotzdem schwer, weil er dann natürlich irgendwie wieder rauskommen muss, um die Bombe irgendwie zu, dem Bombendiffuser zu killen. Aber trotzdem, man steigert sich hier zumindest schon mal in den Ekos. Demzufolge mal gucken. Oh, Minel kriegt die aber. Auf. Smoke die Döner. Sehr gut. So, man schickt Felix vor. Boah, stimmt aber leider gegen Aero. Also man merkt, die Russen von Z-Nation leisten ja schon mal wesentlich mehr Gegenwehr als DAC. Aero auch sehr aggressiv mit der Arbe. Boah, ein Crystal Move durch. Boah, hat Evil das gesehen? Boah, sie stehen sich komplett gegenüber. Crystal, sieht er den Namen? Boah, hat ihn scheinbar wirklich eher gesehen. So, er hat Kibaken. Oh, Kibaken hat der Action gepusht, den Frack gesetzt. Und das ist bitter. Wenn Kibaken da fällt, hat mir den Spot fast eingenommen. Macht sogar seinen zweiten. Schöne Flash. Crystal war da richtig blind. Manuel verschießt auch gegen Döner. Oh, das war keine gute Runde. Aber Action da auf jeden Fall der wichtigste Frack, finde ich. Mit dem Frack hätte Alternate noch Chancen gehabt, die Runde zu machen. So einfach chancenlos gewesen. Alternate nochmal am Kaufen. So liegt wahrscheinlich Döner-Smoke. Ja. Aero kann nichts machen. Was direkt auffällt, Z-Nation blockt sehr aggressiv die Mitte, über Kurz, über Döner, über Connector. Also Alternate sollte da vielleicht mal was Schnelles im A in Betracht ziehen. Oder die Mitte dann mal verzögert einnehmen. Aber jetzt der Argo. Und das Haus schon raus, den Frack leider kassiert.
schöner Frack fragt. Oh, Solik jetzt schon Mitte gestorben. 2 und 3 kann man vielleicht trotzdem noch holen. Wichtige Grants. Bombe müsste halt langsam gelegt werden. Oh, aber wenn die jetzt CT-Base kommen, dann wird es sehr, sehr schwer. 50 Sekunden hatten wir noch. Boah! Schöner Schuss in dem NL. Oh, er weiß, wo beide sind. Da ist die Schatten. Oh, er kriegt da einen Hit. Boah, noch ein Headshot. Alter, krasse Hits von MNL gegen die CT-Rampe. Er hat noch eine Nade. Wenn er die gut platziert. Oh, er geht leider auf Gesicht. Oh, wirf die Nade bitte. Wirf die Nade. Nein, nicht so viel. Boah, zum Glück geht er nicht weiter vor. Alter, rechts das Eck. Das existiert auch noch. Boah, der kommt vor. Oh Mann, ey. Warum denkt er denn nicht, dass er da im Eck stehen kann? Schade, Mann. Wenn er einfach die Nade spekulativ einfach einen Connector wirft, dann ist er halt hin. Somit leider das 15-0. Hat sich Altern sicherlich auch anders erhofft hier. Nachdem er die ersten Russen überfahren hat, sollten die zweiten eigentlich direkt folgen. Aber ich hatte, glaube ich, letztens schon ein Spiel. Von ZNation, ich glaube, gegen Kürtschnitt. Haben sie mir auch ganz gut gefallen. War, glaube ich, sogar auch auf Mirage. Oh, nette Falle da gebaut. Dem einen Terror da abzustellen. Und dann wegzuschieben, schießend. In der Hoffnung, dass er ein CT reinpusht. Sieht man den hier? Ja, den würde man nicht sehen. Also, wer geht denn schon hier so rein? Oh, schade, dass sie da defensiv bleibt, aber gibt doch keinen Grund für ihn, irgendwie vorzukommen. Aber er hat keine Ahnung, dass er da schon ist. Aber er kommt da halt nicht lautlos runter. Mann, der Minel war durch die ganze Zeit. Finde ich da auch. Schöne 4K von ihnen. 6-0. Und jetzt mal bitte anfangen, Runden zu holen. So, Aufbau über Mitte. Nation nimmt die Mitte ein. Oh, wie blind sie alle sind. Oh, zum Glück macht Crystal ein. Oh, schade, der zweite sitzt nicht. Rack muss über sich aufpassen. Oh, wie gut ZNation einfach gerade agiert. Sehr starke Push-Mitte. Hab da keinen gefunden, der irgendwie nur was gesehen hat. Tja, und so schnell eine Runde. Fast schon wieder vorbei. So, Dixpose jetzt auch schon angesagt. So, machen sie einfach weiter den Druck auf ihn. Was kann er dann da machen? Mit Glück ein Headshot, aber mehr wird es dafür nicht reichen, zumal auch der Schatten für ihn gegen ihn spricht. Der hat nicht abgelenkt, aber fängt er auch eine Head. Sehr starker Push von ZNation, bitte hoch. Behalten hier die Führung. Bauen sie weiterhin auf. 7-0. ASEAN hat auf jeden Fall jede Runde Geld. Also irgendwas müssen sie gegen die Mitte machen. Nochmal der Döner-Smoke. Jetzt bei Aero nichts mehr am Sehen. Jetzt baut man zu zweit über B auf. Crystal schiebt relativ früh vor. Jetzt mal ein schneller kurz Go. Ja, Felix schon an der Kante. Vielleicht mal Mini-Döner jetzt gehen. Oder kriegt eine Flash von hinten. Boah, schön, der ist blind. Setzt nochmal gut ab. Nein, Mate läuft vor ihm. Aber 3 und 3 rausgespielt. Meine erste knappe Situation. Einer schon an der Küche. Der checkt den Spot. Schön von Crystal. Noch einen hinten gemacht.
Das war noch einer, frisst noch die Nate. So ein bisschen. Oh, bitter. Oh, nein. Ich meine, er wollte sich gerade eine andere Pose suchen. Krasser Peak von Aero. So, Rack kann das machen. Gegenflash sitzt. Komm schon. Oh, jetzt. Oh, auf Spot. Er zieht durch. 3 Sekunden noch. Oh, er rechnet nicht damit, dass er durchzieht. Ach, Mann. Warum? Ja, also, das ist doch klar, dass er durchzieht im Turn 1. Wenn die Bombe versteckt liegt, einer ihn abwehren kann, ist doch klar, dass der CT durchdiffused. Da hat er sich ein bisschen verspekuliert. Schade aber auch, dass er nicht irgendwie einen direkt töten konnte. Wow, nachdem wir gerade so eine gute Leistung von Artnet gesehen haben, kriegen sie jetzt gerade so auf den Sack. Hat DRT wahrscheinlich ein bisschen was fließen lassen, damit sie gerecht werden. Auch wieder eine interessante Einnahme. Über kurz die Flash, dann Mitte runter. Connector, man kriegt auch den Frag. Felix aber im B eingemacht. Und so liegt wieder Abfucker von hinten. Och, mit der Aero, eine Aero geholt. Trifft auch echt jeden Schuss. Aber hat er halt wieder ganz gut dabei. 3 gegen 3. Wieder eingenommen, Bomben da nicht gelegt. Sie wissen, dass eine kurz ist. Küche kann man auch spitzen, dass sie jetzt wissen. Problem ist, Rack noch nicht auf Spot. Bekommt jetzt noch die Hits von kurz. Oh, man hat noch nicht nennenswert viel Schaden gemacht. Immerhin Bombe jetzt schon mal gelegt. Und Flay pusht direkt vor. Oh, der kann den Fleck nicht setzen. Das war bitter. Das muss die Runde für Alternate sein. Auch wenn man hier richtig low AP hat. Kommt ein Headshot. Boah, zu hektisch. Das kann er nicht machen. Das darf er nicht machen. Alter, könnte den mal töten? Alter, wie sie ihn da austänzeln. Aber immerhin gut Runde gespielt. Erste Runde für Attacks. Aber wichtiger als die Runde ist jetzt eigentlich noch, dass man direkt die zweite holt. Dass man nicht direkt broke geht. Solik mit der Habe. Oh, ein direkter Push im Keller. Oh, ob sie damit rechnen. Oh, er zieht nicht hin. Oh, Rack. Und da kommt sogar noch einer von hinten rein. Oh, guck doch links. Oh, Alter, warum gasst du da so rein? Rack, musst du da eigentlich Beine ansagen? Na gut, er hat halt nur einen gesehen. Oh, ist das bitter. Z-Nation spielt so schöne Pushes, vor allen Dingen immer wieder einen anderen Push. Er welchen Ort hält immer wieder auf dem falschen Fuß. Oh. Maus 1 drücken wäre mal eine Option. Oh, wie gut sie da schon blocken zu zweit. Nein, die Munition alle. GG. Oh Mann. Worst Case jetzt. 1-3, 1-3, 1-2. Boah, das wird Eco bedeuten. Boah, das sieht gerade nicht gut aus. Ah. Ich meine, jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt schon so oft die Mitte irgendwie einen Move gespielt. Blocken aggressiv. Naja, müsste man eigentlich mal kontrollierter irgendwie aufbauen. Das ganze Spiel kontrollierter aufziehen. Vielleicht in der Mitte auch einfach mal einen nur am B-Hauseingang abstellen, der da eine Mitte-Push ansagen kann. Und der Rest einfach mal abdecken. Und dann mal was Kontrolliertes irgendwie zu einem Spot spielen. Ich meine, das ganze Spiel spielt sich quasi gerade nur in der Mitte ab. Und wird in der Mitte entschieden. Viel Geld ist es jetzt auch nicht bei Alternate, aber ich denke mal schon, dass sie kaufen. Wieder Richtung B auf. Sie wollen ja auf Teufel komm raus die Mitte kontrollieren.
hier direkt der Push. So Flash von hinten. Setzt er mit dem Mudfrag. Endlich fallen sie da mal. Aber wieder super viel Damage gefangen. Hat, glaube ich, auch keiner weggeguckt oder so. Also an sich vielleicht ein bisschen glücklich. Das ist so krass, wie sie einfach zu dritt nur die Mitte decken. Einen anderen Fokus haben sie gar nicht. Das geht aber super auf gerade. Wie gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt. Bei einem schnellen Argo sehe ZNL ich wahrscheinlich nicht so gut aus. So, jetzt die Überzahl. Aber man ist komplett low geschossen. Bombe noch in der Mitte. Man hat noch genügend Zeit. Aber man geht Richtung... Ja, ich wollte gerade sagen, Bombe ist halt allein, das ist halt nicht gut, deswegen schiebt man auch zusammen. Wenigstens das spielt man jetzt vernünftig. Ayo hat da kurz einen Step eventuell sogar gemacht. Auch gut, dass man jetzt gegen die Awe im Nahkampf drauf geht. Wenn er jetzt keinen mehr macht, was sage ich, einen macht er. Der zweite kann nicht helfen, sie macht 15 Sekunden. Wir müssen da jetzt drauf. Diese AWP. Oh, der muss auf. Oh Gott. Krasses Spiel von der Aero. Aber. Ich meine, er zielt, einer kommt, stirbt und dann der Rest ist irgendwie am Warten. Oder ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Oh, das wird richtig schwer, hier noch das Spiel zu drehen. Schneller go in die Mitte. Zack, Frick. Zack, nächste Frick. Evil mit dem nächsten. Und Kibaken macht die 3. Easy Round, aber das war auch eine Eco. 12:1 für Z-Nation. Jetzt nochmal AKs. Denken wir die letzten beiden Runden. Wird man hier mit AKs sehen. Muss man ja eigentlich auch. So, und jetzt endlich mal was Schnelles Richtung A. Das ist das Einzige, was sie wirklich absmoken müssen, wäre der Connector. Boah. Oh nein, ihm räumt er auf. Da muss eine gute Gegenfläche gekommen sein. Boah. Balls of Steel Move von Kibaken. Kriegt sogar ein. Boah, schöner Headshot von MNL. Die Nades sitzt. Na, die Tricks Nades. Die Fläche. Boah, er kassiert sogar einen Molotow. Boah, das Feuer breitet sich zum Glück nicht weiter aus. Aber sie ist, nutzt die Chance. Oh, 13:1. Aber warum nicht warten, bis die Smokes liegen? Ich meine, gut, Kerrigan Smoke lag, Connector lag, glaube ich, auch. Da. Die eine Gegenfläche hat es dann wahrscheinlich gerissen. Und das Evil da zwei macht. Wenn er nur einen macht, ist ja alles im Rahmen. So, nochmal verzweifelte Bewegung, ne? Boah. Sie kriegen aber auch nur Headshot. Wir wissen, dass Döner einer ist. Der Z-Nation einfach Mitte total den Fokus. Wie konnte der da vorhin im Mate laufen? Oh, jetzt schaffen sich mal den Reflect zu setzen. 14:1. Boah, selten so eine Zerstörung gesehen. Weil die nach dem Spiel vorhin gegen der T super unerwartet das Alternate jetzt so auf den Sack bekommt. Mal schauen, ob sie in der zweiten Hälfte noch das Comeback schaffen. Seid gespannt. Nach einem kurzen Spot geht's hier weiter.
Ja, der Adel von heute, ja. Kommt ein interessantes Match hier nach, natürlich. Einmal dürfen wir uns die Zerstörung von Nip anschauen und danach bei zwei Maus-Matches noch. Einmal EPS-Match gegen Wasp und dann um 22 Uhr noch Maus gegen 3D Max. So, A-Spot eingenommen ohne jegliche Gegenwehr. Immerhin den Bomb-Planter schon ein bisschen gehittet. Hartinet hat Smokes. Solek kommt auch von hinten. Wichtiges Duell. Schade, hätte vielleicht nochmal kurz absetzen sollen beim Schießen. L bekannt, Forest bekannt. Ist schon undiffused. Oh, die Frags fallen. Fly, letzte Action. Krasser Schuss von der MNL, aber kein Kit. Warum hat man denn hier kein Kit? Ohoho. Alter Falter. Das hat echt noch gereicht. Krass. Boah. Nochmal ein kleiner letzter Hoffnungsschimmer hier für Alternate. Pistol als City geholt. Wird das jetzt ein Comeback? Mal schauen. Hier mit einem Frag zu beginnen. Easy Pro bitte. Schön. Ah, hält man auch. Ach, warum läuft er dann immer rein? Sein OP, warum? Statt einfach wegzubleiben. Wenigstens sind meine Mates da. Von daher, einer war verloren. Die Farmers, kriegt man die noch? Solek wollte sie noch holen, hat es leider nicht mehr geschafft. Jetzt hätte ich mit dem Bombplan natürlich jetzt schon direkt Waffen. Connector Smoke. Ach, schade. Ah, nee, hat sie geblockt. Nice. Nochmal manuell nachgesmoked. Boah, Flash ist übers Dach. Und es geht direkt Connector hoch. Boah, MNL kann nur einen machen. Und Crystal, unerwartete Posi. Boah, schießt leider auf den falschen. Da war leider noch Connector einer. Felix Base abgesmoked. Hat auch noch hinterher. Boah, schön. Jetzt das 2-2. Kit haben sie auch beide, wenn Rack das eine noch pickt. Hä? Ach ne, Rack hatte das ja, sorry. Hat das schon gepickt. Wo so, muss man das eigentlich mit rechnen? Oh, schade, aber Refix sitzt. Oh, mit dem zweiten. Oh, er hat nicht mal das Kit gepickt. Ah, oh, keine Chance, er wusste halt nicht, wo er ist. Oh Mann, ey. Zitnerchen holt sich hier schon mal das Draw. Mit nur einer einzigen Runde. Ist das bitter. Und ich habe sogar auf Alternate getippt. Oh Mann. Aber ich denke mal auch der Großteil der User. So, Alternate hat natürlich gekauft, was geht. Oh, Headshot, aber kein Frag. Bitter. Aber immerhin zwei M4s sind noch dabei. Beide mit Minikev. Einer schon. Sehr schön. Einer schon Döner. Der kann man nicht durchschießen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber anscheinend weiß das Crystal. Schön kann den Flex setzen. 3 gegen 3. Felix Action auch angesagt. Hat jetzt Probleme, wird aus dem Connector mit abgefangen. Warum geht Rack nicht vor? Mitte noch. Er macht ihn. Oh, 1 und 2.
So, wird jetzt überrannt. Rack gegen Kibaken. Er holt die Bombe. Oh, kann den Flick setzen. Oh, er kann's machen. Oh, warte, der hält sich noch am Leben. GGs sind schon gefallen. Oh, Zettel, ich muss echt sparen. 15 zu 4. Vielleicht noch die Chance, sich in den Rausch zu spielen. Schade, MNL. Ja, wahrscheinlich noch nicht ganz die gute Kante gefunden. Auch schon ein Holz draußen. Unterzahl sogar. Wir steppen aber auch hier wie Elefanten in der Savanne. Warum A passiert. Oh, eine CD-Base. Ich bin da durchgekommen. Oh. Oh, Chris droppt. Oh, wenn er jetzt noch reinkommt. Oh, keine Chance. Oh Mann, ey, wie ist er denn in der Base gekommen? Aber Rack kann es am B noch entscheiden. Einen macht er. Vielleicht schon damit, dass einer rausgesprungen ist. Fenster jetzt, hinter dir noch. Oh, schade. Und der MNL über kurz. Aber beide sind low. Hat eine M4. Und kriegt die Tat von Kibaken. Alter, was ein krasses Spiel hier von Z-Nation. Unglaublich stark. Aber auch ein bisschen enttäuschend, finde ich, von Alternate.